Wir haben es gerade in den Nachrichten gesehen. Der Sommer startet noch mal so richtig durch. Wir starten jetzt auch. Herzlich willkommen heute zu Sache Sonne. Und wenn es mal Sonnenbrand gibt, egal, wird ja alles braun. Kennen viele. Ihre Einstellung dazu hat sich jetzt aber zwangsläufig radikal verändert. Sie muss heute sehr aufpassen auf ihre Haut und will andere warnen. Doppelpack, aber geheiratet hat jetzt nur die eine, nämlich Anita Hofmann. Und bei den Vorbereitungen, da waren wir schon mit dabei. Da wurde ganz fleißig gezimmert, es wurde geschmückt und ganz viele Meter Stoff verarbeitet. Ja, und dann kam irgendwann der große Tag und wir durften exklusiv dabei sein. Anita Hofmann und Radiomoderator Christian Philipp sagen ja. Und da haben wir doch sehr gern unseren Segen gegeben. Also ganz offene Worte, und weil das Thema wirklich so wichtig ist, haben wir auch noch mal einen Service für Sie. Hautkrebs erkennen, therapieren. Wichtige Infos dazu gibt's online auf brisant.de. Das unbedingt an dieser Stelle. Viele Fans hatten sich ja große Sorgen gemacht um Justin Bieber. Sein Gesicht war ja halbseitig gelähmt durch ein Virus und die Bilder, die er damals selbst gepostet hat davon, die haben viele Menschen aufgewühlt. Aber nun gibt es gute Nachrichten. Weil die Wut so groß ist, die Trauer und die Anteilnahme, sind viele Menschen, wie hier in Wien, aber auch in anderen Städten, auf die Straße gegangen. Es geht um den Tod von Lisa Maria Kellermeier. Das ist sie gewesen. Sie ist Ärztin gewesen. Sie hat sich für Impfungen gegen Covid ausgesprochen. Das hat ihr sehr viel Hassmails bekommen. Irgendwann hatte sie richtig Angst. Sie hat sogar ihre Praxis geschlossen. Sie hat sich privaten Sicherheitsschutz gesucht. Sie fühlte sich regelrecht im Stich gelassen von den Behörden. Das hat sie auch formuliert. Irgendwann war sie so verzweifelt, dass sie sich das Leben genommen hat. Wurden ihre Hilferufe zu wenig ernst genommen? Diese Frage treibt viele um, nicht nur in Österreich. Ja, und ab jetzt bei uns zu einem weiteren Zwillingspärchen, das gerade Schlagzeilen macht. Die zwei sind auch was sehr Besonderes. Und über die zwei, wie sie kappeln und größer werden. Und wir machen weiter mit der Prominenz. Was passieren kann, wenn sich ein Superstar mal im Wort vergreift, werden wir sehen. Er lebt nämlich gerade Beyoncé. Und dann heiraten wir noch, also nicht wir, aber wir sind sehr dicht dran jetzt. Ja, und das Thema beschäftigt uns nochmal, denn bei den Corona-Regeln gibt es wieder eine Zeitenwende und wir sind da jetzt nochmal in Österreich, die gehen nämlich jetzt ganz neue Wege. Die Quarantänepflicht wird aufgehoben. Das heißt, es wird an die Eigenverantwortung appelliert. Also wer krank ist, der muss dann eben selbst entscheiden, muss ich jetzt zu Hause bleiben oder nicht. Das ist ein Weg, damit umzugehen, hin zu mehr Normalität, wie wir das ja schon kennen bei allen Fragen um Corona. Nicht jeder findet es richtig. Mal was ganz anderes. Es gibt Lieferdienste, die versprechen, wir liefern wirklich an jeden Ort. Aber ist das wirklich so, haben wir uns gefragt. Und wir waren sehr beeindruckt, denn die Antwort ist tatsächlich ja. Selbst auf die Yacht in Italien können sie sich ihre Pizza liefern lassen, wenn sie auf einer Yacht sind. Jetzt kommen Bilder zum Neidischwerden. Wir geben es zu. Dann sind wir ja jetzt gut eingestimmt für Brisant Prominent und starten mit dem Aufreger aus der Musik der noch jungen Woche. Und für den sorgt Beyoncé, Musiküberfliegerin, Vorbild für Frauen, Bestverdienerin, was ist sie nicht alles. Und klar, was diese Frau anfasst, das wird zu Gold. Aber es wird auch sofort zum Skandal, wenn mal eine Sache auch nur daneben geht. Und diesmal geht es um nur ein Wort. Aber das war vielen zu viel. Und Beyoncé, der Megastar, musste jetzt reagieren. Ja, Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir hier im Studio sind sehr mitgegangen. Jetzt haben wir sogar heute noch geheiratet. Was für eine Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend. Es wird wieder wärmer draußen. Das wird uns sicherlich die nächsten Tage noch beschäftigen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17:15 sind wir da. Bis dann. Tschüss.